Es war lange genug im Voraus angekündigt und heute Morgen wurde es dann ernst. Seitdem sind Tausende von Traktoren, aber auch LKWs auf deutschen Straßen unterwegs. Unterstützt sogar von europäischen Nachbarn, wie zum Beispiel Polen oder den Niederländern. So, Rock'n'Roll in Bremerhaven. Der erste Korso ist vorhin schon gestartet, die kringeln hier die ganze Stadt ein. Die Autobahnabfahrten sind sämtlich geschlossen. Es sieht gut aus. Die Polizei ist äußerst entspannt hier. Läuft, würde ich sagen. Grüße daraus. Aber die ARD hat nichts Besseres zu tun, als diese Aktionen oder überhaupt die Bauern als Staatsfeinde und Umstürzler zu bezeichnen. Statt ihrem Auftrag nachzukommen, neutral und vor allem ausgewogen zu berichten. In den Tagen vor dem heutigen Beginn der Bauernproteste dreht das öffentlich-rechtliche Fernsehen voll auf. Die Bauern werden in Nachrichtensendungen wahlweise als Staatsfeinde oder Umstürzler verleumdet. Es wirkt wie ein verzweifelter Versuch, die Proteste auszubremsen. Und in den Tagen vor dem Beginn der Bauerndemos haben Medien im ganzen Land ihren Ton gegen die Landwirte verschärft. In einem Kommentar in den Regionalnachrichten des SWR hat ein Journalist des Senders den protestierenden Bauern jetzt sogar Staatsfeindlichkeit vorgeworfen. Wir brauchen keinen neuen Bauernaufstand, erklärt Werner Eckert, Leiter der SWR-Umweltredaktion, in der Sendung Aktuelle Stunde am Freitag. Bauern, so der Journalist, hätten eigentlich gar keinen Grund zu protestieren. Ihre Lage sei so gut wie nie, behauptet er. Die Bauern haben bereits Erfolg gehabt. Das grüne Nummernschild bleibe steuerfrei, die Subventionen auf Agrardiesel wird langsamer abgeschmolzen. Dieser Abbau klimaschädlicher Subventionen ist aber grundsätzlich sinnvoll. Allein schon wieder dieser Verweis auf das Klima ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Als ob das Klima besser würde, wenn man nur die Preise dafür erhöhen würde. Sie haben das Recht zu demonstrieren, aber Sie tun sich einfach keinen Gefallen, wenn Sie Wut, Hass und die leider sehr populäre allgemeine Staatsfeindlichkeit vor sich hertragen oder auch nur zulassen. Eckert spricht zu den Landwirten in einer Art unterschwelligem Drohenton. Sie könnten eigentlich nur verlieren, mit ihrem Protest drückt er aus. Vor allem, wenn sie Wut, Hass und die leider sehr populäre allgemeine Staatsfeindlichkeit vor sich hertragen oder auch nur zulassen. Es gebe keinen Grund für Bauernkriegssymbolik, so der Journalist. Er spricht weiterhin wahrheitswidrig über persönliche Angriffe wie gegen den Wirtschaftsminister Habeck. Die Bauern als Staatsfeinde, denn was ist jemand, der Staatsfeindlichkeit vor sich herträgt, denn sonst? In das gleiche Horn stößt das gleich benannte WDR-Format. In der Aktuellen Stunde des Westdeutschen Rundfunks kommt der Journalist Olaf Sundermeier zu Wort. Der warnt vor Splittergruppen vom äußerst rechten Rand und wirft den Bauernprotesten vor, Vehikel für Umsturzpläne zu sein. Deren langfristiges Ziel ist es, einen Umsturz herbeizuführen, so der öffentlich-rechtliche Journalist. Die mediale Scharfmacherei gegen die Proteste der Landwirte dürfte in den nächsten Tagen nicht an Intensität abnehmen, im Gegenteil. Deren langfristiges Ziel, das ist, einen Umsturz herbeizuführen, kurzfristig aber auf jeden Fall das Land lahmzulegen, für Instabilität und Unsicherheit in der Bevölkerung zu sorgen, mit dem Nahziel, die Ampelregierung in Berlin zum Rückzug zu zwingen. So sieht für mich jedenfalls kein unabhängiger Journalismus aus, sondern eher wie schlecht gemachte Regierungspropaganda. Kein Wunder also, dass immer weniger Leute dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch trauen und sich von diesem abwenden.